Okay, Leute, wir machen weiter bei Let's Play La Mulana. Yay! Ja, was haben wir beim letzten Mal gemacht? Ich kann es euch zeigen. Ja, natürlich. Ihr wisst es selbst noch. Wir haben uns den Gral besorgt. Und dazu kam eine Frage. Ja, der Gral ermöglicht uns es nicht, das Spiel zu speichern. Also das ist vielleicht ein wenig ungünstig ausgedrückt gewesen an der Stelle. Nein. Mit dem Gral können wir diese Tablet Stones, ich weiß nicht, diese, ja, Denkmäler anspringen, sofern wir die denn, ja, sofern wir die einmal gelesen haben. Allerdings können wir die noch nicht lesen, weil wir noch keinen Glyph-Reader haben, der ja bekanntlich 100 kostet. Holen wir uns also ein bisschen Geld mit. Vielleicht kriegen wir das sogar noch in diesem Part zusammen, das wäre ja ganz cool. Und dann kann man sich ans Rätsel machen, Rätsel lösen machen, würde ich sagen. Ja, diese Steine meinte ich übrigens. Ich fand es ganz interessant, Multimilliardär hat den zweiten Teil von La Mulana gesehen und hat schon wie wild angefangen zu spekulieren, wie diese Truhen im einen Raum, in diesem einen Raum, so, ist aber auch schwer, Raum aufgeht. Ob es richtig ist oder nicht, ich verrate noch nichts, aber das, ja, warum drehst du auf einmal um? Aber das werdet ihr sehen. Seine Vermutung war, ich habe schon wieder nicht gesehen, etwas mit der Fackel und wir haben 74 Münzen. Gut. Allzu viel, ja, sauber. Fehlt nicht mehr. Da können wir nicht wirklich viel machen, denke ich. Ja, ich würde gerne darüber, aber offenbar hält das Schicksal andere Pläne für uns bereit und das hatte ich nicht vor und ich falle genau in den Stachel. Herzlichen Glückwunsch. Krasse Sache. Ich weiß auch gar nicht, welche Tablet Stones wir schon alles gelesen haben. Müsste ich mir vielleicht mal irgendwo aufschreiben. Naja, kommt auch das. Häufig ist es eh so, dass wir die Steine häufiger lesen sollten. Ja, genau. Da wir ficken. Ja, genau. Da wir ficken. Nein. Da wir... Ja, Leute, ich versuche mich zu konzentrieren und hier sind so viele Gegner auf dem Scream. Und wenn ich Scream, seht ihr, jetzt das passiert dann. 84 Münzen. Ja, wir müssen die Dinger jedenfalls häufiger lesen, damit wir den Bezug nicht verlieren. Und was ich damit meine, keine Ahnung. Nein, was ich damit meine ist, die Sachen, die hier draufstehen auf den Steinen, müssen nicht zwingend für Rätsel in diesem Areal sein. Wenn ihr wisst, was ich meine. Klar wisst ihr das. Naja, egal, 94 Münzen und mal schnell lesen. Ah ja, das hat sich natürlich gelohnt. Oh, Gott sei Dank. Mit der Info in der Hinterhand können wir weitermachen. Oh, fast hätte ich es noch erwischt, aber nein, doch nicht. Bam. 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 So, gut. 6 Münzen fehlen uns noch. Aber hier gibt es nicht wirklich was, oder? Da unten. Bam. Könnten wir die Sequenz brechen? Nein, wollen wir nicht. Geh weg. Lass das. Du auch. So, hier vielleicht 10 Münzen? Nö. Vielleicht da oben. Kann ja sein. Oder gehen wir doch da runter? Nein, oder? Nein, das bringt eh nichts. Es bringt, glaube ich, gar nichts, jetzt großartig die Wege einzuschlagen, wenn wir unseren Fortschritt nicht dementsprechend speichern können. Heißt, selbst wenn wir den Speicherstein, so nenne ich ihn mal, da finden würden, würde uns das nichts bringen, weil wir da wieder zu Fuß hinlaufen müssten. Hm. Uncool. Aber auch das haben wir bald gelöst, das Problem. Ja, ja, natürlich. Ah, oh. Alles klar, 104. Und wir gehen zurück. F1, nein, F2 und 0 und was zum... Jawohl. Surface. Gut. Geh da rein. Hier war es doch, oder? Natürlich nicht. Sold out. Gib. Dann da. Nein, MSX2 ist auch falsch. War es hier? Nein, Moment. Gab es das hier überhaupt? Ja, irgendwo gab es hier den Glyph-Reader. Oder war es doch 150? Was ist das? Das Glyph-Reader. Jawohl. Und da rechts neben dem Glyph-Reader haben wir noch eine Map. Also eine Karte, mit der wir uns die Ruinen bzw. die Verliese angucken können. Aber nur in Verbindung mit der passenden ROM natürlich. So. Glyph-Reader rüsten wir natürlich aus. Speichern wollen wir noch nicht. Glyph-Reader. Und hier holen wir uns den Handyscanner. Gut. Einmal noch laufen. Und dann haben wir erstmal ein wenig Zeit gespart. Für die kommenden Parts. Ja, an dem Part mit... Ach, was ist denn heute los, oh Gott. Ihr müsst wissen, ich hatte vor kurzem mein Einbürgerungstest. Ja, ich bin jetzt Deutscher, ich habe ganz knapp bestanden. Gott sei Dank musste ich keine sprachlichen Aspekte da irgendwie
präsentieren, weil das hätte nicht geklappt. Egal. Ich darf jetzt hier wohnen bleiben und was? Nein, komm, ich nehm's besser zurück, sonst kriege ich die ersten Nachrichten bei Facebook oder bei YouTube. Ey, stimmt das eigentlich? Und ich muss sagen, nein. Aber wenn du es glaubst, dann bist du ganz schön dämlich. Nein, keine Ahnung. Ich hätte vielleicht ein paar mehr Skelette untersuchen können. Ich kann euch aber zeigen, wir haben das Spiel jetzt nicht neu geladen. Dementsprechend ist in dieser Box also auch keine neue Münze drin. Ebenso wie hier. Oder der da unten. Geh weg. Naja, aber was ich euch zeigen wollte. Das ist das Guidance Gate. Define the Tom, they're dead. Ja, das ist das Guidance Gate, also das Beschützertor. Ich nenne es Guidance Gate, ich lasse die Namen beim Englischen. A place to guide those who would defile this Tom to their death. Ja, ein Platz, der die Leute begleitet auf dem Weg zu, auf dem Weg zu ihrem Tod quasi. Ihr könnt euch das selbst übersetzen. Sinnesgemäß zu übersetzen fällt bei Lamulana extrem schwer. Ihr werdet sehen, was ich meine, wenn wir das erste Mal ein Rätsel bekommen, wo wir absolut nicht weiter wissen. Offer three sacrifices to heavens. Ja. Opfere drei Opfer. ja, doch. Opfere drei Opfer zum Himmel. Dem Himmel. Das klingt besser, ja. Opfere drei Opfer dem Himmel. Seht ihr, in diesem Muster, in diesem Schema halten sich alle Rätsel. Ja, wir wissen also, dass wir drei Opfer opfern müssen. Was rede ich hier? Naja, egal. So. Take power, so desire power for courage. Ja, die Mutigen erhalten Kraft. So desire power proves courage. Ja, wenn sie Kraft wollen, müssen sie Mut beweisen. Das ist ein heiliger Platz. Ja, das ist ein heiliger Platz. Ignoriere nicht die Zeichen. Ansonsten wirst du von göttlichem Zorn quasi getroffen. Ich denke mal, das bezieht sich auf das Ding, was vorher hier war. Da, wo wir die Shuriken gefunden haben. Weil wenn ihr euch erinnert, im ersten Part, glaube ich, war es direkt, beim Angriff auf dieses Ornament, Monument, wie ihr es nennen wollt, ja, haben wir einen Blitzschlag bekommen. Gar nicht mal so cool, aber was soll's. So, da kommen wir offenbar nicht hin, oder? Vertue ich mich gerade? Vielleicht können wir da irgendwie reinfallen. Nein, nicht da. Aber ich glaube nicht, oder doch? Nein, dann kämen wir ja nie wieder davon weg. Ach, ich gehe mal gucken. Lieber einmal zu viel als zu wenig. Ja, und ich habe mir vorgenommen, immer noch 100%, was die Items angeht, zu machen. Und ihr seid so sadistische Schweine, die es mir echt noch alle geschrieben habt, ihr wollt den Helltempel sehen. Ihr wisst, Leute, ihr wisst nicht, was dieser Helltempel eigentlich ist. Vielleicht die wenigsten von euch. Glaubt es mir, ihr tut euch damit keinen Gefallen. Vor allem mir nicht. Ich werde schreien und fürchterliche Höllenqualen erleiden und ich werde euch alle abgrundtief beleidigen, wahrscheinlich so lange und so laut, bis ich von YouTube zensiert werde. Weil dieser Ort einfach nur nicht so schön ist. Naja, aber bis dahin verbleibt noch eine Menge Zeit. Ich denke mal, ich rechne mit ungefähr 50 Parts. Ja, doch, 50 sollten hinkommen. Super gemacht, Saffel. Geile Aktion. Und wenn nicht, dann werden es halt keine 50. Dann werden es halt 60 oder 40 oder was weiß ich wie viel. Tschüss. So, was sagt die Uhr? Die sagt gar nichts, weil man ohne sprechen kann. Yay! Ach ja, komm. Wir könnten uns natürlich... Ja, wir sind jetzt total uneingeschränkt, was das angeht, was wir machen könnten. Was machen wir denn da am besten? Erstmal hier verkloppen, dann den verkloppen und mal lesen. Ja, hier war eine Falle, das wisst ihr sicherlich auch noch. Gib mir das Geld. Mal sehen. The sad fail... Ja, das traurige Schicksal der Giganten. Fate, ja, ne? Das Schick... Ja, dies... Moment, das traurige Schicksal der Giganten. Die... Ja, deren Geschichte ist dort verzeichnet oder ist dort aufgezeichnet. Okay, also haben die Giganten offenbar ein trauriges Schicksal erlebt. Gar nicht so schön. Ey, was ist denn hier? Waren wir hier schon mal? Oder habe ich das einfach bisher immer nur gekonnt übersehen? Aha, schau mal an. Erst lesen. Do not fear against the flow of the in resistant. Okay, das sieht mir aus, als wenn wir nur die Hälfte lesen könnten. Keine Ahnung. Bringt uns also gerade nicht allzu viel. Hier gab es den Gral, okay. Gerade mal mit Shuriken ausrüsten. Und ich hoffe, hier passiert... Ja, natürlich. Und du wirst doch auch nicht sterben wollen, oder? Was? Was? Ach ja, das hatte ich so zwar nicht vor, aber von mir aus. Falls ihr es nicht gesehen habt, in dem Mund da war ein grünes Juwel. Das haben wir mit Shuriken abgeschossen. Und dementsprechend irgendwas getriggert. Was das ist, zeige ich euch. Wenn ich mich nämlich nicht vertue, gibt es das direkt hier oben.
Bam. Bam. Und jawohl. Hier ist eine Plattform, die wir jetzt nach Lust und Laune betreten können. Außer ich springe daneben, wie es gerade aussieht. Doch nicht. Das war knapp. Die haben mich beim letzten Mal nämlich schon gesucht. Und die ermöglicht es uns endlich. Hier rüber und was? Ich will jetzt hier nicht sterben oder runterfallen. Aha. Nicht sterben oder runterfallen. Nicht sterben oder runterfallen. Danke schön. Was steht da? Die acht Angst gar nicht, ja, beschützten gewaltige Seelen. Hold aloft the red. Ja. Halte das rote Ankjuwel in die Luft und die Beschützer werden dich dann testen. Nein! Oh, 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 oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lass mich in Ruhe. Geh kaputt. Da legen wir mal was drauf. Und hauen daneben. Hat geklappt. Und schaut mal, hier ist eine Statue. Und wenn ihr euch... Ne, habt ihr gesehen? Die Statue, ja genau. Und die ein oder anderen werden sich noch erinnern, es gab einen Hinweis von einem Skelett. Und ich benehme mich gerade vom IQ her wie ein Skelett. Oh, Saffe, ey. Gib, nimm mich mit. Dann lass mich halt da. Dann nehme ich halt von da gleich mit. Ja, und dieses Skelett sagte uns, es gibt einen Pfad, wo die Engel sich kreuzen. Beziehungsweise die Engel ihre Blicke kreuzen. Mhm. Na, was könnte das wohl bedeuten? Ich zeig's euch. So, und wem und was? Und lasst mich einfach nur nicht sterben. Zack. Ja, ja, hier kannst du mich angreifen. Hier passiert mir nichts. So, ja, ein unsichtbarer Gang. Auf. Okay. Und hier gibt es wieder was. Mal schauen, was. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir ein Rätsel gelöst. Vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ne? Gut, hier oben sieht es mir nicht nach einem Sequenzbruch aus. Ach, schaut mal an. Jetzt wisst ihr, wo wir sind. Ah. Ah. Oh Gott, stirb doch. Und du auch. Und mal sehen. Hyper Rally. Wir haben eine weitere ROM gefunden. Sehr schön. Ist das nicht ehrlich? Damit hat sich der Weg eigentlich schon gelohnt. Aber mal sehen, was hier steht. Ich war, unvorsichtig. Every place that looks like something good always... Ja, jeder Ort, der nach etwas aussieht... Something good always... Ja, jeder Ort, der nach etwas Gutem aussieht, beinhaltet immer eine Falle. Auch das ist eine Info, die wir vielleicht nicht unterschätzen sollten. Weil davon würde es mehrere Orte geben. Aber was ich euch jetzt zeigen kann... Wir drücken 1. Nein, wir drücken 0. Ach, ich drücke auf der Taste. Ja, 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 ja. Sind wieder im Surface, im Startgebiet. Und können direkt die... Was war das? Guidance Gate. Das Guidance Gate ansteuern. Heißt, wir müssen den langen Weg bis zu den Ruinen nicht mehr laufen. Wobei, so lange eigentlich gar nicht war. Aber es wird trotzdem hilfreich sein für die weiteren Gebiete. Okay, Leute. An der Stelle gehe ich aber zurück, wenn ich den richtigen Knopf drücke. Ja. Speichere das Spiel. Ah, mal sehen. You should first get a feel for the ruins in the Guidance Gate. Ja, wir sollten erst ein Gefühl für die Ruinen im Guidance Gate erhalten. Klar, haben wir längst. Holen uns den Game Master. Und der tolle Igel hat mich darauf hingewiesen, mit einer neueren Version des Game Masters können wir auch verschiedene Saves jetzt auswählen. Wusste ich zum Beispiel auch nicht. Naja, was soll's. Egal. Wir haben gespeichert, hauen ab und ich sage, klatsch, klatsch, bam, bam. Ich will das Ding da runterhauen. Naja, egal, was soll's. Leute, ich sage danke fürs Zugucken bei Let's Play Lamulana. Ich freue mich auf den nächsten Part und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!